Ich verwende für das Muster von Langjans die Merino 120. Sie hat eine Lauflänge von 120 Meter auf 50 Gramm und wird mit Nadelstärke Nummer 3,5 bis 4,5 verarbeitet. Ich zeige euch heute das Muster Tulpenmeer. Die Maschenzahl muss durch 9 teilbar sein. Ich habe hier drei Mustersätze, also 9, 18, 27 Maschen angeschlagen, plus rechts und links eine Randmasche, also ich habe 29 Maschen auf der Nadel. Man wiederholt bei diesem Muster die erste bis 16. Reihe und ich habe hier bereits die ersten 16 Reihen gearbeitet und beginne nun wieder mit der ersten Reihe. Ich arbeite eine Randmasche, dann eine Masche rechts, zwei Maschen rechts zusammenstricken, ein Umschlag, nochmals zwei Maschen rechts zusammenstricken, ein Umschlag, eine Masche rechts, ein Umschlag, ein Überzug, dafür hebe ich eine Masche ab, stricke die folgende rechts und ziehe die abgehobene Masche darüber. Und dann eine Masche rechts. Und nun habe ich 2, 4, 6, 8, 9 Maschen. Also nach der Randmasche. Das heißt, mein erster Mustersatz ist fertig und ich wiederhole nun wieder. Eine Masche rechts, zwei Maschen rechts zusammen, ein Umschlag, zwei Maschen rechts zusammen, ein Umschlag, eine Masche rechts, ein Umschlag, ein Überzug und eine Masche rechts. Und nun wiederhole ich wieder. Eine Masche rechts, zwei Maschen rechts zusammen, ein Umschlag, zwei Maschen rechts zusammen, ein Umschlag, eine Masche rechts, ein Umschlag, ein Überzug und eine Masche rechts und die Randmasche. In den Rückreihen stricke ich alle Maschen und Umschläge links, also auch die Randmasche links abstricken und dann alle Maschen links stricken. Also alle geraden Reihen, die Rückreihen, das hier ist die zweite, links stricken. Nun komme ich zur dritten Reihe. Ich beginne wieder mit einer Randmasche, dann zwei Maschen rechts zusammenstricken. Ein Umschlag, eine Masche rechts, ein Umschlag und nun drei Maschen überzogen zusammenstricken, also mit einer Mittelmasche. Hebe zwei Maschen wie zum Rechtsstricken ab, stricke die folgende Masche rechts und ziehe dann die zwei abgehobenen Maschen darüber. Dann ein Umschlag. Eine Masche rechts, ein Umschlag und ein Überzug. Nun habe ich wieder 2, 4, 6, 8, 9 Maschen. Mein erster Mustersatz ist also fertig und ich wiederhole von Anfang. Zwei Maschen rechts zusammen, ein Umschlag, eine Masche rechts, ein Umschlag, drei Maschen überzogen zusammen. Zwei Maschen abheben, eine Masche rechts und die abgehobene Masche darüber ziehen, ein Umschlag, eine Masche rechts, ein Umschlag, ein Überzug. Und nun wiederhole ich ein drittes Mal.
Zwei Maschen rechts, ein Umschlag, eine Masche rechts, ein Umschlag. Drei Maschen überzogen zusammenstricken. Ein Umschlag, eine Masche rechts, ein Umschlag und drei Maschen überzogen zusammenstricken. Und wir enden mit einer Randmasche, die wir rechts stricken. Und in der Rückreihe wieder alle Maschen links stricken. So, die vierte Reihe, die Rückreihe habe ich nun links gestrickt. Nun komme ich an die fünfte Reihe. Ich beginne wieder mit einer Randmasche. Dann eine Masche rechts, ein Umschlag. Zwei Maschen rechts zusammenstricken. Und drei Maschen rechts. Eins, zwei, drei. Dann ein Überzug. Ein Umschlag und eine Masche rechts. Nun habe ich wieder 2, 4, 6, 8, 9 den ersten Mustersatz beendet. Ich beginne wieder mit einer Masche rechts, ein Umschlag, zwei Maschen rechts zusammen. Drei rechte Maschen, ein Überzug, ein Umschlag und eine Masche rechts. Nochmal den Mustersatz wiederholen. Eine Masche rechts, ein Umschlag, zwei Maschen rechts zusammen, drei Maschen rechts, ein Überzug, ein Umschlag, eine Masche rechts und wir enden mit einer Randmasche. Die fünfte Reihe ist beendet und die sechste Reihe, die Rückreihe, stricke ich wieder linke Maschen. Ich komme nun zur siebten Reihe, die strickt man genauso wie die fünfte. Eine Randmasche, eine Masche rechts, ein Umschlag, zwei Maschen rechts zusammen, drei Maschen rechts, ein Überzug, ein Umschlag, eine Masche rechts. Dann wieder wiederholen. Eine Masche rechts, ein Umschlag, zwei Maschen rechts zusammen, drei Maschen rechts, ein Überzug, ein Umschlag und eine Masche rechts. Eine Masche rechts, zwei Maschen, ein Umschlag, zwei Maschen rechts zusammen, drei Maschen rechts, ein Überzug, ein Umschlag, eine Masche rechts und die Randmasche. Nun ist die siebte Reihe fertig. Die achte Reihe linke Maschen stricken, wie immer. Nun komme ich zur neunten Reihe. Die stricke ich noch einmal wie die fünfte und siebte Reihe. Wieder eine Randmasche, eine Masche rechts, ein Umschlag, zwei Maschen rechts zusammen, drei Maschen rechts, ein Überzug und eine Masche rechts. Eine Masche rechts, ein Umschlag, zwei Maschen rechts zusammen, drei Maschen rechts, ein Überzug, ein Umschlag und eine Masche rechts. Eine Masche rechts, ein Umschlag, zwei Maschen rechts zusammen, drei Maschen rechts, ein Überzug, ein Umschlag, eine Masche rechts und die Randmasche. Und die zehnte Reihe ist wieder eine Rückreihe, die stricke ich wieder links. Nun komme ich zur elften Reihe. Ich beginne mit einer Randmasche. Zwei Maschen rechts. Eins, zwei. Ein Umschlag, ein Überzug. Eine Masche rechts, zwei Maschen rechts zusammenstricken,
Hier fehlt mir der Umschlag. Zwei Maschen rechts zusammenstricken habe ich jetzt, ein Umschlag und zwei Maschen rechts. Nun habe ich wieder 2, 4, 6, 8, 9. Also der erste Mustersatz ist beendet. Ich wiederhole, zwei Maschen rechts, ein Umschlag, ein Überzug, eine Masche rechts, zwei Maschen rechts zusammenstricken, ein Umschlag und zwei Maschen rechts. Ich wiederhole, zwei Maschen rechts, ein Umschlag, ein Überzug, eine Masche rechts, zwei Maschen rechts zusammenstricken, ein Umschlag, zwei Maschen rechts und die Randmasche. Nun ist die 11. Reihe fertig und die 12. Rückreihe stricke ich wieder linke Maschen. Nun komme ich zur 13. Reihe. Ich beginne mit einer Randmasche. 3 Maschen rechts, 1, 2, 3, ein Überzug und die folgenden 3 Maschen überzogen zusammenstricken. 2 Maschen abheben, eine Masche rechts und die 2 abgehobenen Maschen mit der linken Masche darüber ziehen. Ein Umschlag und 3 Maschen rechts. Nun habe ich wieder 2, 4, 6, 8, 9 den ersten Mustersatz beendet. Ich wiederhole, 3 Maschen rechts, ein Umschlag, 3 Maschen überzogen zusammenstricken, ein Umschlag, 3 Maschen rechts. Ich wiederhole, 3 Maschen rechts, ein Umschlag, 3 Maschen zusammenstricken, ein Umschlag, 3 Maschen rechts und eine Randmasche. Das war die 13. Reihe und die 14. stricke ich wieder linke Maschen. Ich komme nun zur 15. und letzten Musterreihe. Die wird genauso gearbeitet wie die 13. Eine Masche rechts, eine Randmasche, Entschuldigung, dann 3 Maschen rechts, ein Umschlag, 3 Maschen überzogen zusammen, ein Umschlag und 3 Maschen rechts. Ich wiederhole. 3 Maschen rechts, ein Umschlag, 3 Maschen rechts zusammen, ein Umschlag, 3 Maschen rechts. Und ich wiederhole, 3 Maschen rechts, ein Umschlag, 3 Maschen rechts zusammen, ein Umschlag, 3 Maschen rechts und eine Randmasche. Das ist die 15. Reihe, die 16. Reihe wieder linke Maschen stricken und dann wiederholt sich das Muster ab Beginn. Von hier bis hier ist also sind 16 Reihen und hier habe ich sie zum zweiten Mal wiederholt. Und so wiederholt sich das Muster ständig. Es heißt Tulpenmäher und ich wünsche euch viel Spaß damit.